This is the President speaking. Meine Damen und Herren, Sie sind wieder bei Let's Splinter. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von meinem Let's Play vom neuen Titel von THQ. Wir spielen This is the President. In der letzten Folge hatte ich einigermaßen viele Tonprobleme. Das Ganze war vollkommen unausgewogen, sodass ich nun eine eigene Musik im Hintergrund laufen lasse. Und ich hoffe, dass dies inklusive der Tatsache, dass ich relativ nah an meinem Mikro bin, für einigermaßen sinnvolle Video-Ambitionen sorgt. Wir haben unsere Siegesrede gehalten gehabt im vergangenen Video und viel mehr ist noch nicht passiert. Insofern schauen wir auf unseren Kontostand. Wir haben 2 Millionen Dollar. Wir brauchen mal Minimum 7 Millionen, um Noah zu bezahlen. Wer das nicht gesehen hat, schaut gerne in die erste Folge. Und ganz passend steht schon unten drunter: If you don't go ahead with this, you'll like be sent to jail for your retirement. Wir müssen unbedingt den Zusatzartikel 28 ratifizieren und benötigen 7 Millionen Dollar. Und ich glaube, das ist noch nicht das letzte Geld, was wir aufbringen müssen. Insofern hat das oberste Priorität. Wir schauen uns noch etwas weiter das Menü an. Wir haben hier unser Event-Log. Und das passt ganz gut. You haven't done anything yet this month. Super, wir können den Monat übrigens anscheinend restarten zu einem gegebenen Zeitpunkt. Dass wir noch nichts diesen Monat erledigt haben, liegt vermutlich daran, dass es Anfang November ist. Aber als Präsident der Vereinigten Staaten sollte da relativ zügig was dazukommen. Und wir sehen hier unsere Rating History, die Anerkennungswerte bzw. Zustimmungswerte gegenüber dem Präsidenten, die wir nach unserer Antritts- und Siegesrede von ungefähr 44% auf knapp 49% steigern konnten. Wir haben Goals, pay 7 million bucks to Noah, to the lobbyist, das ist klar geworden im ersten Video. Und wir haben Promises, sign a progressive first executive order, your campaign staff has drafted several potential first executive orders, each of which could be described as progressive, sign whichever you choose before the end of February 2021. 4 Monate Zeit, um diese erste Order entsprechend durchzusetzen. Und wir werden im Prinzip gucken, ob wir das relativ schnell in die Wege geleitet bekommen, indem wir einfach in die Geschichte wieder einsteigen. Viel Spaß beim Zuschauen. First Order of Business. Antonio Estaba, unser Vizepräsident und, ich zitiere, Buddy, meldet sich wieder bei uns. Er fängt auch genauso an. Buddy, you made a promise to sign a progressive first executive order and you have to keep it. You're not some jerk like Faced, übrigens der Ex-Präsident, who says one thing and does another, are you? See that bunch of waste paper on your desk? In fact, it's 5 projects you can consider for your first executive order. Clint prepared them based on the most popular suggestions your supporters made during the campaign. Wir bekommen also 5 Möglichkeiten aufgetischt, die unser Ziel, eine entsprechende Progressive Order durchzusetzen, ermöglicht. I say without hesitation that they are all truly progressive, so don't be shy, choose the executive order that suits you best. Ja, dann wollen wir mal. Wir könnten Area 51 Documents declassifieren. Wir find a cancer vaccine. Ja, herzlich willkommen im 21. Jahrhundert der Pandemie. Wir könnten also ein Mittel gegen Krebs finden. Eradicate poverty, ban online advertising oder colonize the Mars. Wollen wir zum Mars, nachdem der Mond, sagen wir mal, durchaus für die ein oder andere Verschwörungstheorie gesorgt hatte, zumindest seinerzeit in den Vereinigten Staaten von Amerika. Boah, womit starte ich? Ich glaube, ich gehe auf den Mars. Eradicate poverty wäre natürlich auch truly progressive. Vielleicht gehen wir aber auch einfach mit der aktuellen Pandemie und versuchen, Vaccine, ein Impfstoff gegen Krebs zu erforschen und zu finden. Draft of first executive order, cure cancer. Despite progress in the early detection of treatment of cancer, hundreds of thousands of Americans die every year from its many different forms. Your predecessors called for cancer funds. You can go further by assembling the best scientists and funding the creation of a great laboratory that will finally discover a universal cancer vaccine. This will communicate to the people that the health of your fellow Americans is your top priority. But pharmaceutical companies won't like this order.
Statistiken. More than 600.000 Americans die of cancer every year. 54% of Americans are closely related to someone with cancer and 27% of Americans who are diagnosed with cancer die from it. Das bedeutet, wir haben mehr als 600.000 Amerikaner, die jedes Jahr an Krebs sterben. 54% der Amerikaner haben irgendwie eine Verbindung zu jemandem mit Krebs und 27% der Amerikaner, die damit diagnostiziert sind, sterben tatsächlich davon. Ich stelle hier das übrigens ganz nebenbei keine Vollständigkeit oder Korrektheit der Angaben irgendwie in den Raum, sondern vertraue einfach entweder darauf, dass das Spiel das alles ordentlich herausgesucht hat, oder aber, dass das wirklich nur für dieses Spiel von Relevanz ist. Insofern gehen wir tatsächlich damit und werden versuchen, den Krebs zu besiegen. Finde ich gut. You're on fire. You're on fire, my friend. Your first executive order is going down in history with a blast. Antonio ist dabei, ist vollkommen begeistert. Curing cancer will be one of mankind's greatest discoveries, but Big Pharma won't like it, especially if the government finds a vaccine where they failed. Do you know what they'll do to us? Tie us up in patent lawsuits, oder aber they'll assist us in finding a vaccine on my orders. Jawohl, ja. That's what they'll say. But in reality, they'll just write their patents. Wie wird das? Es ist furchtbar. Also ich gebe unumwunden zu, das Englisch wird zwischendurch ein wenig haken. Aber wir ziehen das konsequent durch. Wie gesagt, die deutsche Sprache ist für das Spiel leider, Klammer auf noch, Fragezeichen, Klammer zu, nicht erhältlich. Insofern geben wir uns mit Englisch zufrieden und ihr euch notgedrungen mit meinem Englisch. And keep trying to increase the cost of medicine. Unsere Frau und Future First Lady meldet sich. Alta and I were walking along the corridors and heard you discussing the first executive order. Das ist korrekt. I can accept that you didn't ask me, but the whole floor could hear you. Okay, wir haben also relativ deutlich davon gesprochen, womit es schon kein Geheimnis mehr sein dürfte. It's not like any of it's a secret. People here are not going to leak our plans to the enemy, even at gunpoint. Well, if you say so, I have to admit that the idea for the first executive order is perfect. So weit, so gut. I was afraid you wouldn't like it. Antonio ist dabei, ist sich nicht ganz sicher, was Ellie davon hält. It's a wonderful distraction. While the establishment and the journalists are dreaming of a cure for cancer, we can calmly work on our amendment. Ellie ist sehr progressive, um es mal so zu formulieren. Die scheut tatsächlich vor gar nichts zurück. Wir nehmen Krebs und heilen es, bekommen dafür die lebenslange Immunität und haben dermaßen unseren eigenen Arsch gerettet, sodass uns die x-hunderttausend Amerikaner oder zumindest Ellie vollkommen egal sind. Super. Das Spiel macht mir Spaß. It's no maneuver. I want to see Big Pharma in a straitjacket. Oder, exactly, no need to whip up a vaccine too quickly, so long we are reducing mortality. Oder aber, seriously though, I really do want to beat cancer. Ich mag den Gedanken, dass Ellie so ein bisschen im Hintergrund voll durchzieht und ich durchaus ehrliche Absichten habe. Ich habe mir nicht umsonst die Hoffnung, Krebs zu besiegen, ausgesucht. Insofern gefällt mir die dritte Option eigentlich am besten. Seriously though, I really do want to beat cancer. Das ist ein hehres Ziel. Everybody does. But is it even possible? That's why we're building a laboratory. Do you think one lab is going to be enough? If that was all that there was to it, the cure would have been found by now. Da hat sie natürlich recht. I understand perfectly well that you have the best of intentions, but now is not the time for reckless decisions. Antonio sagt, no problem, Ellie. There will be a time for reckless decisions. Maybe tomorrow, after we've all gotten a good night's sleep. I'm off for now. Congratulations to the country's new first family. Die First Order dürfte damit durch sein. Clint, new team member. Leave the papers to me, Mr. President-elect. I have it all covered. Clint Glover ist unser Lawyer. Ich erinnere mich tatsächlich nicht daran, ob wir den ausgesucht haben. Oh, und Ellie meldet sich wieder. Honey, I always believed that with a team like we've got, sky is the limit, and we have Clint to thank for it. I've just remembered that I'd heard
of him even before I met you. Some called him a district judge's bastard, an upstart lawyer. Others said he was a legal genius who never lost a single case. And now case law students are studying his legal strategies. Try not to lose Clint, alright? I can imagine who else would compose your decrees so competently. Man in Black, ooh. Hinterhofstimmung, was geht los da rein? Alvaro Guardado, Bodyguard. Sir, at the entrance to HQ, I noticed two suspicious men in dark suits and glasses. They were obviously following us, taking lots of pictures and always checking their phones. Okay, sind wir gerade einfach nur raus? Was ist los? What do you want us to do them about? Go find out who they are, report to the Secret Service about them, and don't be an idiot, they're probably Secret Service agents. Na, so gutgläubig sind wir mal nicht. Wir reporten an den Secret Service. Sir, the Secret Service is seriously concerned. They'll contact you as soon as they establish the identity of those men, of these men. I always trust my gut. I can sense a bad guy for miles. Alvaro ist nicht wirklich beruhigt. Mal gucken, was der Secret Service sagt. Und damit haben wir einen neuen Teammember. At your service, sir, anytime, any place. Alvaro Guardado. Unser Bodyguard. Könnte sich etwas mehr hervortun, anstatt einfach nur an den Secret Service zu melden. Ellie meldet sich derweil wieder. Alvaro isn't himself after his brother's death. He sees murderers and conspirators at every step. Bedeutet also, er hat seinen Bruder verloren und vermutet hinter jeder Ecke einen. Ihr wisst schon, that may be perfectly natural for a bodyguard who has vowed to protect you with his life. But I still worry about him. Honey, please don't ask too much from Alvaro. I think he's already at its limit. Okay, während wir also unseren Lawyer Vollgas sichern sollten, hält Ellie von Alvaro nicht allzu viel. Und wir gehen ins Late Night Hacking. Es kommt hier relativ viel zusammen, das ist mal safe to say. Ollie Skulov, unser Data Scientist. Chief, I'm so sorry to be calling out of nowhere, but it's an emergency. Natürlich ist es ein Notfall. Someone's trying to hack the server at the HQ. According to protocol, I should pull the plug on the hacker immediately. But if you let me, I could track him, find out who he is and what he's after. It's not protocol because it's risky. While I'm tracking him down, he might break into our secure files. Na super, wir sollen ihm Zeit geben, zu gut Deutsch, den Hacker ausfindig zu machen, während der Hacker möglicherweise weitere Daten von uns stiehlt. Na super, was machen wir? Pull the plug, let's not risk it. Keep an eye on him, I want to know who is sticking their nose into my affairs. Oder Ollie, figure it out yourself. And God forbid you ever again distract me over this kind of nonsense. Sehr schön. Wir können entweder die eine oder die andere Option wählen, oder wir können Ollie deutlich machen, dass wir definitiv keinen Bock haben, zu dieser Uhrzeit mit sowas belästigt zu werden. Ist vielleicht ein bisschen früh. Vielleicht ein bisschen früh. Wir machen hier mal ein bisschen Risiko. Also ich glaube nicht, dass ich mir das Spiel hiermit jetzt torpediere. Insofern, keep an eye on him. Chief, I tracked down the hacker and cut off his access. It looks like he didn't manage to get anything important off our servers. So weit, so gut. We traced the hack of the address of a consulting company that works for the White House and Congress. The hacker seemed focused on accessing your schedule and your itinerary. So nennen wir das Wort. Also, nichts ist gestohlen worden und wir sind erstmal zufrieden. Und damit ein weiteres Team-Member, Ollie. I wish I could back you up, Chief, but at least I've got your back. Der Data Scientist. Das Team füllt sich also automatisch. Und auch hier hat Ellie natürlich etwas zu sagen. This was the fifth hacker attack in 2020. Thank goodness our Ollie is not only a talented analyst, but also a real computer genius. I heard people laughing behind your back when you put an ad in a paper looking for a computer specialist. But if it weren't for that, Ollie would still be working for Feast or for his contractor. Okay, das bedeutet, Ollie hat tatsächlich für den Vorgänger gearbeitet. Interessanter Nebenaspekt.
Und der outgoing President meldet sich auch. Mr. President-elect, a real man needs to be able to take a hit. I admit it, I lost. You won. Congratulations. According to the tradition, I'm supposed to invite you to the White House, so we can begin the transition. We'll have a little talk, just the two of us, and then go have some fun with the press. Der scheidende Präsident möchte uns also eine geordnete Amtsübergabe ermöglichen, was entweder erstunken und erlogen ist oder besonders für das, was wir in der vergangenen Amtsübergabe in Amerika gesehen haben. Lame Duck ist unser New Event. Your team members appear along the bottom of the screen. These people will obey and order without questions or almost any order. So denn, Alvaro, unser Bodyguard, Clint, unser Lawyer und Ollie, unser Data Scientist. Bekommt 19.000 im Monat. Was bekommt Clint? Ja, mehr. 47.000. Und unser Bodyguard muss sich mit 11.000 zufrieden geben. So denn, ab zur Lame Duck. Und da ist er, der scheidende Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. It's good to see you, Mr. President-elect. Have a seat, make yourself at home, and get used to it. Soon, this will all be yours. Face, stop playing games. What do you want? Nee, wir fragen ihn erstmal ganz unvoreingenommen. How's life here? Not bad. The walls are getting a little dull. 4 years and I never had the time to paint them. Maybe you'll find the time. You said that you know how to fix not just the White House, but the whole country. Yes, it starts with getting one corrupt politician out of this building. It's not just the walls that need fixing, we need a new foundation. Oder I'll just do some basic maintenance. Nein, wir sind deutlich, wir brauchen ein neues Fundament und nicht nur einen neuen Anstrich. A total renovation, well then, best not lose any time, the press are waiting. Und da ist sie auch schon, die Presse im Weißen Haus. Feast steht hier, sitzt hier relativ entspannt. Ladies and gentlemen, thank you for coming. I've already managed to have a few words with Mr. President-elect. You know, I'm terribly uncomfortable talking about this, but I'm always honest with you, so I can't be silent. Our next commander-in-chief is an ordinary hypocrite. Na super auch. Look who's talking. I will ask that you not interrupt. I'm giving my opening remarks. Oh, der haut rein. In public, Mr. President-elect is constantly accusing me of having sold out to the establishment. But in our private conversation, he's just said that he's willing to do anything it takes to earn my friendship and the numbers of my patrons. Right in the center, Jolyn, Mr. President-elect, is what President Feast is saying true? Und egal, was da jetzt gleich aufploppt, ich finde, wir sollten sofort Konter geben. No, it's a lie. Either privately in public... Publicly, I always say the same thing. Oder it's not in my nature to recount private conversations in public. Das wäre natürlich der feine Zug, allerdings könnte dann weiter gemauschelt werden. Also bezichtigen wir ihn der Lüge. You see, he's afraid to answer for his words. Feast, do you seriously expect anyone to believe you? Oder don't turn this into a circus. Wir nehmen die Glaubensfrage. Who can accuse me of lying? I'm not a cowardly hypocrite. And I've always behaved honestly and openly. Wir wissen noch zu wenig über die Feast. Ich habe die Vermutung, dass das nicht so ganz stimmt. Who can accuse me of lying? Oh nein. Joe, let's get to the next question. Ich war kurz ein wenig abgelenkt. Jolyn fragt, a question for Mr. President-elect, also uns. On the eve of the election, Goldman Magazine estimated your fortune at $350 million. Is that estimate at all accurate? Wir sollen 350 Millionen schwer sein? No, thanks to Feast, we are all a lot poorer. Ah, ich will nicht komplett draufhauen. Is that how rich I am? My wife will be thrilled. In fact, I'm much richer than that. Your journalists just don't know where to look. Nein, wir beziehen uns auf unsere Frauen und haben ein paar Lacher auf unserer Seite. Have you decided how you're going to get rid of your assets before the inauguration? Puh. What I promise America is that I'll get rid of the crooks in Washington, and that's exactly what I'm going to do. I'm selling everything. From now on, I only have one asset, the United States of America. Oh, der klingt gut. Rein damit. Now that you're to be president, it will be difficult for the Federal Prison Bureau to get their money laundering lawsuit through the courts. As one of the defendants in the case, are you
breathing a sigh of relief. Of course, why else do you think I became the president? None of that bothers me. I know I'm innocent. Oder I'm afraid they'll get me with that lawsuit, even if they have to wait until I'm dead. Wir sind unschuldig. Klare Nummer. Klare Nummer. This remains to be decided by a jury, sagt der outgoing president. Everyone who has studied the case knows what a miracle is. It is that our new president escaped a prison sentence. Face, don't interrupt. I'm the one answering questions now. And even a miracle won't save you. Nein, wir sind nun dran zu reden. Da können wir schon bestimmt sein. I admit it, I'm out of line. Joe, what's your next question? You've often claimed that your former business partners were unjustly condemned. As president, you'll have the power to pardon. Are you planning on correcting the miscarriage of justice, as you put it? I'll have to. Who better than the president to administer justice? I'd like to set things right, but it's my duty to respect the court's decisions. Ja, hier sind wir auf der richtigen Stelle. During your election campaign, you hardly talked about international relations. What will your foreign policy be? Oh, wir werden nach der Außenpolitik gefragt. I will focus on American problems. The USA isn't the world's policeman. Ah, das ist nicht das Selbstverständnis der Amerikaner. I will use my connections with Middle Eastern and Russian businessmen. Oder I'll put things in order across the globe. The Chinese and the Russians can no longer just do whatever they want. Mein Problem ist folgendes. Ich würde gerne mit China und Russland in die Konkurrenz treten. Aber wir haben andere Sachen zu tun, nämlich diesen blöden Zusatzartikel zu ratifizieren. Egal, los geht's. I see, Mr. President-elect, I have one more question. A reliable source from inside your team has informed me that your first act as president will be opening a laboratory to search for a cure for cancer. Is that a fact? And is it also a fact that your actual intention is to open a biological weapons lab, which you're planning to use to bring down the establishment? Whew. Fragen wir nach der Quelle? Have you lost your mind? I don't have any plans for biological weapons. Oder yes, I'm opening a laboratory, but to eradicate cancer, not the establishment. Da ziehen wir drauf ab. Yeah, that's what you want us to think. It seems you think that once you're president, you can do whatever you want, even take out whoever you want. Does anyone have serious questions? Yes, one final question for the President Feast. How would you sum up today's meeting with Mr. President-elect? My fellow Americans, I applaud your choice, but my dear friend doesn't care about America. All he cares about are his own personal ambitions. He wanted to be president so much that he became one. America is just a toy for him. He'll tinker with it for a time, then cast it aside when he grows tired of it. But we still have to live here. Not every American knows what I'm talking about. Not yet. But soon it will all become clear. I only hope it's not too late. Thank you for your answers, Ms. President Feast and Mr. President-elect. Nun, die Lame Duck-Geschichte. Sagen wir mal, wie es ist. Hat alles ein bisschen nochmal gestrafft, entzerrt. Ich weiß es nicht genau. Denn... ja, da hat sich auch nicht so viel getan. Minus 0,3. Geht besser. The president-elect first press conference turned into quite a mess. My fellow Americans, this person isn't ready to become commander-in-chief. Ja, danke auch, Jolin. Das war ja mal nett. Antonio Estava. Feast, that bastard. Not only did he lie, but his Jackie Joe sniffed out what your first decree would be. Na super. Also er hat nicht nur gelogen, sondern hat herausbekommen, was unsere erste Aktion wird. You don't think that the decree was leaked by someone from our headquarters? I can't believe it. I'm sure this is the work of the establishment which bugged your office through and through. Buddy, I won't put up with it. When I worked for the FBI, I always tried to strike while the iron is hot. It's easier to get down to bedrock this way. Therefore, I will investigate immediately and I promise that I will expose the villain. Oh, my name is not Tonio Estaba. Tonio Estaba hat beim FBI gearbeitet? Gut zu wissen. Und mit den Worten von Ellie wollen wir diesen Fall abschließen. Honey, I can see that Tony misses his days at the FBI and he decided to play investigator. Whatever makes him happy, I'd say, as long as it doesn't prevent us from promoting the amendment.
Knowing Tony, he'll probably figure out at the end of this investigation that he's the one who did it. Meanwhile, we should deal with a few pressing issues. Draft the amendment and the first decree and staff your administration. Please delegate these tasks to our best. We have no room for error right now. As for the leak of the first decree, Alta has an idea how to turn it in our favor. Go speak with her and she'll tell you everything. Und wir haben einige neue Aufgaben. Wow. Draft the amendment, how to fix the leak, fill the administration, compose the first executive order. Und meine Damen und Herren, genau an dieser Stelle würde ich vorschlagen, wir haben einiges zu tun. Wir haben mit der Presse geredet und haben uns nicht gerade mit Ruhm bekleckert, haben sogar in unseren Umfragewerten etwas verloren. Ihr seht es hier an der Kurve. Und haben natürlich absolut keine Zeit, auch wenn wir immer noch im November 2020 sind. Ich würde mich über ein Zuschauen in der nächsten Folge freuen. Hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht. Hoffe vor allen Dingen, dass der Ton besser geworden ist. Und freue mich über ein Abo eurerseits, damit ihr die weiteren Videos seht. Schaltet beim nächsten Mal wieder bei Let's Splinter ein. This is the President auf Let's Splinter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.